Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No One Survived. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, draußen ist es immer noch am Schneien. Der Winter, der ist hart. 29 Grad unter Null um 15.21 Uhr. Ja, Heidewitzka, gut. Und wir haben in der letzten Folge uns ja so richtig heiß geschossen. Aber ja, wir frieren trotzdem noch. Und in den Kommentaren habe ich jetzt auch nicht lesen können, dass da jetzt andere Kleidung noch gibt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich ziemlich leer geschossen, was das betrifft. Ja, wir haben echt Gummi gegeben und können die einmal warten. Die ist fertig. So. Die warten wir dann auch mal, wenn wir sie schon mal da haben. So. Und haben die Waffen wieder heile. Gut. Heute soll eigentlich beginnen der Bau der neuen Basis mit Zement. Also, was heißt neuen Basis? Neues Haus. Ein Wohnhaus sozusagen. Das würde ich sehr gerne hier bauen. Die Grundlage soll Zementboden sein. Also das Zementfundament. Und ich will da gar nicht so übertreiben, weil wir ja gar nicht viel brauchen. Wir haben ja alles in der Nähe. Machen, sind wir mal automatisch gerade. Ne? Wow, das geht aber schnell. Zack, zack, zack. So, ich finde, als Fundament wäre das schon mal schön. Wir werden noch ein weiteres nehmen. Wir gehen noch ein bisschen weiter rein. Wollen wir nicht so geizig sein, ne? Warum? Kein falscher Geiz. So, ansonsten gibt es tatsächlich einen 3:1 Spiele G-Portal Server. Es gibt den. Der ist umsonst. Der wird von einem Freund sozusagen nicht finanziert. Der hat ihn gesponsert und den benutzen wir gerade. Den finde ich selber nicht. Ich finde ihn einfach nicht. Ich habe auch gerade den Tipp befolgt, den ich bekommen habe bei Discord. Aber ich finde diesen blöden Server nicht. Keine Ahnung warum. Ich werde da gleich mal ein bisschen experimentieren und vielleicht ein kleines Extra rausholen oder einen Stream. Mal schauen und mal gucken, ob das so klappt, wie ich das mir wünsche. 1, 2, 3, 4 Fundamente. Hier wurde ein bisschen Schießpulver hergestellt. Der macht weiter hier Benzin ohne Ende. Heidewitzka. Und Zement haben wir eigentlich tonnenweise, ne? Warte mal. Zement. Ich habe gar kein Eisen mehr, ne? Krass. Dass ich echt mein Eisen aufgebraucht habe. Das ist echt selten. Weiß nicht, wie viel Zement ich brauche. Hab's vergessen. Okay, das ist sehr schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Ja, da baue erst mal mit, ne? Wenn du so eine Tonne schleppen musst. Okay. Deswegen ist auch, glaube ich, als Fundament ausreichend. Der Rest soll ja Ziegel werden. Ein richtiges Ziegelgebäude. Das erste Mal, dass ich Zement benutze im Spiel. Das fehlt ein bisschen Eisen, das ist aber kein Problem. So. Ja, und Zement. Vielleicht reicht das ja als Grundlage. Ich bin gespannt. Es soll ein sicheres, safes Haus werden. Da sind noch ein paar Ziegel drin, sehe ich gerade. Zement. Ich packe da schon mal überall Zement rein. Oh, ist das schwer, ne? Ja, logisch, das ist ein Zementsack. Wir haben aber mal noch fett Winter, ey. Aber wir frieren immerhin nicht. Also die Kleidung reicht so weit aus, wie sie ist. So. Wenn es rot ist, geht es nicht. Wie immer. In Spielen. In jedem Spiel. So. Aber Zement hatten wir dann dementsprechend genug. Sehr schön. Dann fehlt halt nur noch das ganze Eisen. Und das ist eigentlich ein Klacks, ne? Das haben wir direkt nebenan. Ein schönes Zementfundament ist gesetzt. Jawohl. Eisen, ja, da brauchen wir Erze ohne Ende. Eisen habe ich aber gar nicht mehr drin. Also ich habe es gerade schon geguckt, hier ist ein Eisenklümpchen. Also wir können kein Eisen herstellen. Wir brauchen tatsächlich Ressourcen, die wir sammeln müssen. Ey, ey, ey. Ich bin doch viel zu faul für sowas. Ihr kennt mich doch. So.
Reparaturwerkzeug. Und habt ihr mal wieder Honig gemacht? Nö. Wie sieht es mit Essen und Trinken aus bei euch? Die saufen wie die Hölle, ey. Wahnsinn. Naja, muss ich auch um seine Tierchen kümmern. Wenn man sich welche holt, muss man sich auch rumkümmern. Das ist wichtig. So, Tierfutter. 1, 2, 3, 4, 5. Müsste lang. Wenn es nicht sogar zu viel ist. Passt. Lasst es euch schmecken, meine Guten. Zwei kleine Fäckchen. Ein Küken müsste da auch noch rumeiern. Das müsste unterm Schnee sein. Schweinchen. Also das ist schon mehr geworden, würde ich sagen. Ne? Gut. Hier drin haben wir nur das hier. Das heißt, wir fahren mal ganz kurz nur ein Stück nach hinten. Nur ein kleines Stück. Ich möchte ja noch so gern die Dings ausprobieren. Die Verteidigungswaffen. Der Server würde PvP sein. Würde ich so sagen. So, hier kommt das große Feld. Mit den ganzen, ich wollte Exkrementen sagen. Mit den ganzen Steinen. Weil ich gerade diese Tierexkremente gesehen habe. Die wir jetzt brauchen. Dringend sogar. Da sind nur Erze. Aus Erze kriegst du halt nur ein bisschen weniger Eisen. So. Wie schwer sind wir denn schon? Ach, das geht noch. Ich hab keinen Bock, so was zu latschen. Wir müssen ja nur den scheiß Winter hinter uns kriegen, ne? Dann ist die Welt schon wieder in Ordnung. Aber ich finde sowas wie Jahreszeiten in Games echt genial. Also das ist echt cool. Oh Mann. Nein, nicht erschießen das Eisen. Pieksen, genau. Da. Ein riesen Eisenfeld. Immer noch nicht zu schwer. Okay, wir werden zu schwer sein, wenn wir den hier haben. Und gehen in Eiltempo zurück zum Auto. Oh, es ist auch noch Nacht. Wird sogar noch kälter wieder. Boah, das sind aber viele Erze. Da denkt man, wow, ich habe ganz viel Eisen. Aber man hat überhaupt gar nicht so viel Eisen. Ist voll der Beschiss. Ich brauche auch gar nicht groß umpacken. Also diese Schnee-Effekte finde ich ganz cool. Auch wenn ich absolut nicht der Winterfan in Games bin. Wenn ich irgendwelche damals als Kind noch PlayStation-Spiele hatte, wo es dann einen Winter-Modus gab, dann war ich gleich wieder raus. Das war nicht meins. So, was ist das? Eine Disco oder ist das eine Basis da hinten? Und Schweine und Tiere springen rum. Okay. Lass sie aber rumspringen als rumspinnen, ne? Da oben im unser Gewächshaus, da läuft alles noch wie am Schnürchen. Und ich bewege mich mal langsam dahin, weil ich nicht schneller kann. So, gut. Da kommen die Erze jetzt rein. Und das sind echt nicht wenig. Und daraus machen wir jetzt erstmal Klümpchen, ne? 72. Wir vollpacken. Schön. Läuft. Stein haben wir hier noch da. Den brauche ich gerade hier nicht drin. Da brauche ich da auch nicht. Das dauert jetzt seine Zeit auf jeden Fall. Und hier haben wir einiges an Ziegel gesammelt. Und an Erzen, das ist gut, denn hier sollen die Steine, nee, Lehm, Lehm soll ja rein. Ah, ich verrühre mich aber auch immer wieder bei Lehm und Stein. Sehr ärgerlich. Ich hab gerade einen Mega-Leck. Du Stein mal bei Bauen rein. Jetzt läuft's flüssig, danke Spiel. Einfach so, ne? Warum sollst du auch flüssig laufen? So. Und noch einen Kaffee haben wir auch noch zur Verfügung.
Gut, da sind ja die Steine drin, da sind noch Ziegel drin, Zement haben wir. Safe, wir brauchen jetzt ja nur noch diese Eisenbarren. Lassen Sie sich auch schnell besorgen durch Material. Aber von der Ziegel her ist das auf jeden Fall viel zu wenig. Das heißt, die Ziegelproduktion muss laufen. Wir müssen mehr Lehm holen, ob ich will oder nicht. Ich habe gar keine Lust, Lehm zu holen. Ja, wir denken ja schon weiter, ne? Also wir gehen ja schon auf den großen Haus. Was so unser finales Game ist, denn man entkommt hier ja nicht oder so. Man muss hier halt überleben und ja, wir haben keine Zombie-Horden, die uns töten können. Und es wird dann mit der Zeit so ein bisschen langweilig. Das heißt, dass der Server natürlich eine super Alternative ist, aber ich finde diesen verkackten, blöden Server nicht. Ich kann machen, was ich will. Ich habe einen neuen Charakter erstellt, bin auf Multiplayer gewesen und alles drum und dran, pipapo. Hier ist noch ein bisschen Eisen, holen wir es auch noch. Wir brauchen ja viel. Schmeißen das direkt in ein Auto rein. So, sieht gar nicht so viel aus, ne? Aber das sind natürlich gesteckt. So, dann brauchen wir natürlich noch dieses wunderbare Clay. Oh, diese Sachen im Spiel, ne? Clay, 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 Clay. Ich fahr ständig an Clay vorbei und denk immer, sammel den mal ein. Nö, mache ich aber dann nicht. Jetzt ist es wieder kalt. Ein viel zu übertriebener Effekt meiner Meinung nach hier im Spiel. Das ganze Bild halt so. Claire wahrscheinlich auch gleich ein Gast, ja. Letzten Schuss. Na, Finger weg von meinem Auto, Kollege. Was war das? Der ist gestorben, weil er mein Auto berührt hat? Okay, auch ein guter Tod, ne? Da kriegen wir ein bisschen was von den ab. Stoff und ja, das will ich haben. Schön. Weiß nicht, das Auto treffen. Clay, für die guten alten Ziegel. Wer sucht dich gerne nach Materialien in Games? Na, das ist das Schönste, was es gibt in Spiele. Aber ich habe meine ganze Munition aufgeballert, ne? Echt Wahnsinn. Könnte man gleich mal zur Polizei gehen, aber jetzt ohne Munition ist es natürlich doof, ne? Hallo Zombie. Haut einfach auf mein Auto, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben jetzt aktuell, ich weiß nicht wie viel Grad, wir können nicht gucken. Wir haben überall Ressourcen, ne? Aber wirklich überall. Man muss ja immer bedenken, dass diese Herstellung natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt. Mir ist kalt. Ja, wunderbar. Ich kann dich nicht dicker anziehen. Ich kann dich anzünden. Wenn ich dich doch anzünde, ist sie dann wärmer. Ja, gibt's doch gar nicht. Kein Clay. Weit und breit, ne? Kannst du hier durch so eine Zombie-Horde wieder fahren? Da war Clay, ja klar. Nee, war eine Kiste. Hier. Da gibt ganze Clay-Felder, also. Ich nehme wer den dümmsten Weg, der dumm. Aber ist egal, so bin ich halt. Ja, machen muss man schon wieder auf den Rückweg. Das ist einfacher. Ach, das war Clay tatsächlich. Hallo, ihr schon wieder.
Ja, ich weiß. Oh, gegrunzt. Grunzt tue ich nie. So, Steine, Steine über Steine. Wollen wir nicht haben. Wir fahren zurück nach Hause. Und, Clay gesehen. Oder? Das war doch nur ein Stein. HP ist immer noch super. Auch Herr Eisen, ne? Das ist ja eigentlich dann dieses der Grund, worum wir los sind. Clay ist jetzt noch ein Extra. Nur weil wir ja schon mal vorsorglich für die Ziegelwände. Kalt, nicht kalt. Kalt, nicht kalt, nicht kalt, kalt. Naja, das ist so ein, ich denke mal, so ein Spiel zwischen den Kleidungsstücken, die wir anhaben. Wir waren da hinten vorhin schon Gold richtig, glaube ich. Wir lassen erst noch ein paar Ziegel brennen. Was sind der Ziegel? Man kommt da irgendwie auf das Gefühl immer, dass das irgendwie so Dachziegel werden oder sowas sind, aber es sind keine Dachziegel, es sind Ziegel. Steine. Das muss ich nochmal erwähnen, das war natürlich ganz wichtig. Top, einmal eingeparkt. Ich glaube, das wäre zu schwer, wenn wir das alles in der Tasche packen. Nö, wir können noch ein bisschen was nehmen. Vor allem das hier. Bring das in die Ziegelei. Guck mal, was wir an Ziegel brennen dürfen. Sehr schön. Mach einfach mal. Ich weiß nicht, wie viel das werden. Woran? Oh, von den Steinen her wird es nicht viel. Aber die brauchen eh eine halbe Ewigkeit. Wir brauchen das Eisen in zweierlei Hinsicht. Das ist das Schwierige. Dann macht er erstmal nur die Klümpchen und dann die dicken Eisenbrocken. Quatsch. So, hat er ja echt viel drin und das wird dauern. So, 5, 4. Ich habe aber keinen Bock, Steine zu holen. Ne? Also Steine holen ist echt doof. Wie viel Grad haben wir hier drin? 32 und wir frieren wir nicht. Was machen wir? Machen wir Essen. Ein bisschen durstig, Kohlenhydrate, wir brauchen aber ein bisschen was. Es wird nicht besser, das Essen, leider. Aber ist gerade noch so im Bereich. Oh, 1 Billion Stunden Brenndauer noch. So, und wir sind stolze Besitzer von ein bisschen Müll in der Tasche. Ja, hervorragend. Ja. Was heißt jetzt warten eigentlich, ne? Steine holen ist so das Langweiligste, was man hier so machen kann. Wir brauchen aber Eisenbarren. Eisenbarren ist jetzt das, was für dieses kleine süße Haus, das da entstehen soll. Zweistöckig mit Spitzdach. Und natürlich auch Kamin, Bilder und Einrichtung. Der Plan. Wie viel ich im Endeffekt brauche, werden wir sehen. Ah, hier stehen bleiben ist nicht so gut. Wie viel Stein? Stein. So langweiliger Loot. Krieg mal Gott sei Dank tonnenweise. Wenn man ihn findet.
Ich mache mal was zur Sicherheit, weil wir jetzt viel geschaffen haben. So. Und tatütata, die Steinfeuerwehr ist da. Hier sind uns Steine. Alles nur der Ziegelherstellung zuliebe. Ist ruhig. So. Schön. Die Axt geht bald im Arsch. Kann man sie eigentlich auch warten? Nee, ne? Ich nur zerlegen. Weil eine gute Spitzhacke, die war eigentlich ganz top. Ja, um das ganze Spiel noch so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, wie gesagt, einen Server, den ich auf PvP stellen werde, oder ist schon auf PvP gestellt. Ein Spieler hat er schon, der war so gut und hat ihn gefunden. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Und ja, dementsprechend würden wir dann zusammen bauen und Spaß haben, würde ich sagen, einfach mal. Um das Spiel auf den nächsten Level zu heben. Das ist nämlich der Multiplayer-Modus. Da werde ich wahrscheinlich viel ausgelacht durch meinen Bauwerken hier, aber so ist das Leben, ne? So. Die Dinger braucht man wirklich fucking Stein, ey. Das ist echt. Bau einfach irgendwie so viele wie geht. Herstellen, herstellen, herstellen. Dann macht er mal 1-1. Komisch, ne? Wir haben ja 60 Steine, brauchen nur einen. Clay ist viel wichtiger. Aber wir haben auf jeden Fall das, was wir haben wollen. Ah! Wir steigen weiter in unsere Fähigkeiten auf, obwohl wir es gar nicht brauchen. So, hier haben wir jetzt schon drinne ein paar Metallklümpchen. Aber das Ding braucht seine Zeit, um aus diesen ganzen Erzen das zu machen, was es gerade macht. Ne? Und wir können uns auf was Neues konzentrieren. Einmal ganz nämlich Real Life Pipi machen gehen. Katzenreger. Eine Sekunde. So. Schön Pipi gemacht. Machen wir das zum schönen Abschluss des Singleplayers Let's Plays. Indem wir hier halt noch ein bisschen produzieren. Ist ein bisschen schade, weil man muss dann wieder alles neu lernen. Ne? Das wird natürlich hart wieder, aber das macht ja auch Spaß in dem Spiel. Ne? Keine Frage. Das mit rein, du darfst hier auch mit rein. Und ihr dürft auf jeden Fall mitkommen als Sicherheitsgründen. So. Denn ein Plan hatte ich ja noch. Das war der Bau. Ich fahre mit Auto, die bin zu faul. Vorsicht, 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 Tiere. Lauf doch nicht einfach so rum. Wird überfahren werden. Der Bau einer, ja, Vernichtungswaffe für Zombies, nenne ich es einfach mal eiskalt. Ah, wer kommt denn da gleich angerannt? Das gibt's doch gar nicht. 6. Warte nach, lehn schnell nach. Muss es gleich er sein? Muss es gleich er sein? Eine Vernichtungsanlage, die natürlich mit Strom betrieben wird. Problem wird wahrscheinlich sein, dass die Zombies ganz so toll finden werden. Was an die Wimpel. Oh, jetzt hab ich sie wieder alle in der Backe. Ja, ein Versuch ist wert. Eigentlich würde es fast reichen, wenn wir das hier auf der Straße bauen würden, ne? Weil wir alle ziehen können. Von hier aus kommen die auch alle. Das heißt aber, wir brauchen eine Batteriebank. Wir brauchen Batterien. Wir brauchen Strom. Also das Ganze ist gar nicht so simpel und einfach mal gebaut. Ne? Also ich rede nämlich von Außenbereich. Und zwar zum Beispiel diesem Ding hier. Was nichts hat von dem, was ich brauche. Sehr gut. Ein Kopf kürzer, würde ich sagen. Wummer hat ganz schön Kraft, ey. Eisenklumpen.
Ist ja mal neue Munition gespawnt, das wäre toll. Aber ich will jetzt auch keine langweiligen Dauer-Let's Plays machen. Also der Hausbau, der wäre mir so ganz geil, weil ich halt gerne bauen will. Das Messer zerlege ich nicht, da gibt noch nichts für. Danke. Das ist Stahl, Leute. Der liegt einfach Stahl rum, vor meiner Haustür. Aber direkt vor meiner Haustür liegt Stahl. Das hatten wir damals doch gar nicht. Na, ich will nicht meckern, um Gottes Willen. Ich bin ja froh. Viel Kaffee. Kaffee muss sein. Zerlegen. Ich denke nicht, dass die Stromversorgung bis nach mir von zu Hause bis nach da hinten reicht. Brauchen bestimmt auch. Klettermaxe! Meinen frieren wir gerade nicht. Also hier haben wir auf jeden Fall, ach, glaube ich, schon 200 Mal alles durchsucht. Also das Spiel wird mir nicht langweilig, muss ich sagen. Also ich würde mich auf einen Server mit einer kleinen, süßen Community freuen. Ne, der hat 16 Slots, der Server. Wäre dementsprechend auch wirklich, wirklich süß. Aber ich glaube, mehr brauchen wir auf dieser Insel hier nicht. So. Warte, ich werfe den mal auf den Boden. Kann dann was neu drin spawnen. War noch nicht immer da. Ne? Dann auch neu. Die Frage ist, brauche ich das in Zukunft vielleicht? So ein Wechselrichter vielleicht sogar tatsächlich? Eisen, Leute. Es gibt Eisen. Und das sind ja pur Waffenkisten hier, ne? Mit allerlei Pipapo. So. 28 Schuss. Hast du da? Also über ein Viertelmagazin voll. Eine Tauschware? Wird schon wieder ausgeschrieben, dass ich das Tauschen immer noch nicht verstanden habe. Natürlich kann ich den Händler Sachen schenken und dadurch wird der Ruf besser beim Händler. Und die Sachen werden dadurch billiger zum Tauschen. Aber verstanden habe ich das System schon. Also tatsächlich, so ganz dumm bin ich nicht. Die Gatling Gun. Und die habe ich aber auch noch nicht gefunden. Auch relativ neu, ne? Für mich. Typ 95 von automatisches Gewehr, 5,56. Rufende Gatling Gun. Wird mich sehr schwer machen. Ja, sehr, sehr schwer. Ich schwebe. Na, will er nicht nehmen. Weil voll. So, ich wollte eigentlich jetzt die Waffen. Warum suche ich überhaupt Waffen? Laufen wir in der blauen Pistole rum? Kann ich irgendwas wegwerfen? Irgendwas Unnützes? Ich hab. Geht nochmal ein Schub Wasser. Ist sogar leichter. Raffiniert. So ein Wechselrichter, ich glaube nicht, dass ich den brauche. Wenn, dann weiß ich, wo ich den finde. So, gut. Einmal ganz kurz zu dieser Anlage gehen. Ich weiß, dass die Stahlbarren braucht, das habe ich aber im Augenblick so noch fix gesehen. Nur mal zu sehen, was für eine Kraft hat denn so ein Gerät. Ne? Das ist das Wichtige für mich. Stahlbarren, empfindliche Teile.
Einfache Teile, Kabel und der doofe Motor wieder. Problem wird sein, dass wir, wie gesagt, auch eine Batteriebank brauchen. Deswegen wird nicht ohne Batteriebank und Strom funktionieren. Auf keinen Fall. Was ich, während ich auf Eisen warte, ist das natürlich ganz interessant zu gucken. Was habe ich jetzt? Ich habe jetzt wieder richtig viel Mist in der Tasche. Darf ich selber sortieren? Erstmal wieder sortieren. Bauen. Wir bringen echt krasse Waffen mit nach Hause, ne? Mal eine Gatling Gun. Und tauschen echt ein Traum. Ist eine normale Spitzhacke drin. Also Blödsinn eigentlich. So. Genauso wie das Buch. Weil wir sind ja komplett gelernt. Wir sind ausgelernt sozusagen. Falsch. Ich wollte eine winzigen Mülltonne. So, und du kriegst dein Eisen, damit du mir auch mehr ordentlich Barren herstellen kannst. Och, das dauert ja tausende von abertausenden Jahren hier, ey. So, Waffenteile. Schönes Visier. Ist schon noch eine Gatling Gun drin. Voll krass. Und noch mehr Eisen. Und noch viel mehr Eisen. Yeah. Skill. So, dann Stahl, Stahl. Ich weiß nicht mehr, wie viele Teile von beiden. Ich habe es vergessen. Bin sehr vergesslich. Kabel auf jeden Fall. Bringen wir mal schnell dahin. Warum? Setzen Sie sich mal hinten hin. Ja gut, es gibt einen Multiplayer. Wer weiß, was wir für witzige Abenteuer erleben, ne? Dass der eine sich erstmal auf den einen Skill konzentriert, Vorsicht, Widder. Der eine sich erstmal auf den einen Skill konzentriert und der andere auf den anderen Skill. Das könnte schon ziemlich geil werden, ja. Das mal auf einzelnen Schuss. Wenn wir die müssen mal. Die sind ja immer da! Die sind ja. Die kommen ja nie nicht. Ne? Die sind ja wirklich immer da, die Halunken. Deswegen wäre die Falle auf der Straße, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee, bevor man sich das Risiko eingeht, da so einen Ärger zu bekommen. Na, ich sehe es nicht. So, es fehlt wieder nur noch ein Motor. Ah, dieser Motor! Dieser verfluchte Motor immer, ne? Hauptsache, das Ding steht schon mal. Und der Rest ist dann halt Arbeitssache, ne? Also, Batterien. Die müssen geladen sein. Oh, man kann auch geladene Batterien schon benutzen. Man scheint im Winter keine Solarenergie zu bekommen, was ich echt scheiße finde. Sag mal, das ist mir so ruckelig gerade wieder. Speicherung hinlegen. Weiß, dass ich hier einen Motor finde. Ich weiß. Oh, bitte hör auf, doch jetzt so zu laggen. Ich habe keine Lust mehr zu spielen, wenn es so laggt. Ehrlich. Mein Gott, ne, das kann doch nicht an meinem Prozessor liegen. Ist eine 3070 Ti drin im Computer. Der Prozessor müsste nichts mit dem Spiel zu tun haben. Da fehlen mir die Computerkenntnisse. Jetzt haben wir den dicken hier, müssen wir aufpassen. Aber da fühlt sich immer an, als ob man auf einen C64 zockt, ja? Das nervt total.
Jetzt. So, und dann ist es auf einen Schlag wieder flüssig. War doof, dass man alles immer neu durchsuchen muss, ne? Da sind Motoren. Motoren sind schwer. Ich habe aber mal zwei. Tut mir leid. Ich hole jetzt hier ab, aber ganz schnell. Ich weiß nicht, ob der schnell ist. Oh ja, der ist schnell. Okay, ich hab Motoren. Einfach mal so. Ich bin einfach mal 5 Sekunden gefahren, hab Motor, ey. Also, letztes Mal habe ich nur eine Ewigkeit danach gesucht. Jetzt finde ich einfach so einen Motor. Aber man kennt ja seine Ecken jetzt mittlerweile hier. Durch die Community, durch euch auf jeden Fall und durch selber rausfinden. Eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. PvP würde ich hier nicht machen wollen, weil es einfach keinen Spaß machen würde, wenn sich gegenseitig die Leute die Basen zerstören. Ja, das fände ich ziemlich behämmert und sinnlos, zweckbefreit. Jetzt schon da dran, sonst gehen sie wieder ins Auto. Weil sie kommen ja immer und 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 immer wieder. Die haben ja einfach keine Langeweile, die Zombies, ne? Ich weiß nur eins, dass wenn ich das gebaut habe, dass ich da wahrscheinlich vorfahren werde. So. Das Ding sieht echt krass aus, ja? Leider nicht. Leider ist die Reichweite zu hoch. Das heißt, dass hier eine Batteriebank hin muss und Energie. Eine Batteriebank ist Synthese, Batteriebank ist teuer in der Herstellung. Ich weiß nicht, ob die Zombies draufgehen, keine Frage. Wechselrichter, da ist er. Super geil. Muss man nicht mehr nachsuchen. Der liegt einfach vor der Nase. Ich finde das so geil, dass man hier in dieses Militärgelände oder was auch immer das ist, einfach so reinhüpfen kann. Und der Gegner, der Zombie gar nicht so aggressiv ist, ne? Na gut, der ist jetzt aggressiv. Okay, der hört ja auch nichts rum. So. Hochintelligent sind sie auf jeden Fall nicht. Elektronische Bauteile und Planken. Man ist echt extrem langsam mit einer Waffe in der Hand, ne? Das ist echt witzig. Echt kein Motor, keine Batterie drinnen für den Timmy. Wäre aber nett gewesen. Also wir brauchen eigentlich nur noch elektronische Bauteile und Planken 5. Mein Fuß schläft ein. Eiskalt. So. Und noch ist das Wetter ja erträglich morgens so. Was heißt morgens? Wir haben 11:44 Uhr. Wow, so spät schon. Ich habe gesagt, elektronische Teile und Planken, ne? Immer ein bisschen mehr mitnehmen, als man im Kopf hat. Planken. Ich habe nirgends so Planken hergestellt, glaube ich. 5 waren es, das weiß ich noch. Ist noch Metall drin, yeah. Und Schießpulver, yeah. Und was mit dir jetzt hier? Mach mehr Klumpen.
Mach einfach Fettklumpen. Damit ich an meine Metalle komme. Ziege vorsichtig. Hühnchen vorsichtig. Erstmal eine Batterie. Naja, die sind wir nicht losgeworden, glaube ich. Mann. Einfach der Nachteil von Pistolen, ne? Sehr schön. Warte mal. Brauchen diese Viren Dinger da, aber die kriegt man so selten. Mehr Stoff durch diese blöden Zombie-Menschenwesen. So. Die Batterie ist schon mal da. Vielleicht haben wir noch ein bisschen was zu zerlegen aus Metall. Ja, man muss auf die doofe 3 drücken. 3. Und das Messer, Leute, auch nicht unterschätzen. Das hat echt Power gegen Zombies. Aber wir brauchen es dennoch nicht. So, vielleicht mal eine gute Idee, die Dinger leer zu machen, ne? Dauert zwar immer ein bisschen, aber wir kriegen unser Eisen. Wir verkürzen sozusagen die Wartezeit. Bin ich zu schwer? Ja, ich bin zu schwer aus Stahl. Was haben wir denn jetzt dabei? So Zement brauche ich gerade nicht. Eine Batterie reicht natürlich nicht. Ich weiß ja nicht, wie ich hier laden will, ehrlich gesagt. Scheiße. Das ist echt minimal zu viel. Jo, wir können wieder rennen. So, Wechselrichter ist drin. Zwei Batterien können wir reinpacken. Ah, die Interesse ist schon groß. Null. Rein technisch könnten wir die bei uns aufladen, hier reinsetzen und nutzen, oder? Wenn man das so sehen will, dass man jetzt hier zum Beispiel nicht extra fett Solarzelle hinbaut. Solarzelle ist schön gut, aber irgendwie vertraue ich der nicht so dolle. Von der Energie her ist das jetzt hier 3. Sollte versorgt werden von 3 verbinden. Braucht keinen Schalter, also erstmal nicht. Und ja, dann kommt jetzt ein bisschen angelatscht und dann können wir mal gucken, was passiert. Nur so zu gucken, wie stark sind denn diese Abwehrtechniken, die wir haben. Es gibt ja noch mehr. Hinten geparkt, ich hält. Aber was mache ich mit der Energie? Was für eine Energie nehme ich? Diese ganz normale, blöde
Habe eisenbare Motor, Werkzeugkisten 2. Ich finde den eigentlich ganz in Ordnung als Energiespender. Der hält noch länger als man denkt. Oh, lässt sich nur auf Foundation sitzen oder was? Ja, es war mal so klar. Es war mal so klar. Ne, Holzboden zählt nicht. Oh, Holzboden. Wo wir so viel Stämme kriegen. Holz. Fünf. Mikromüh schneller. Wir könnten den einen abbauen und den dahin bauen. Das geht auch. Aber die Teile sind jetzt halt nicht wirklich so übertrieben. So, vier. Energie, Synthese. Das habe ich nur in der Tasche alles gehabt. Ist für ein Eisenbarren 3 Kabel und zwei Werkzeugkisten, die wir auf jeden Fall haben. Das ist Ding fertig, da könnte ich schon testen. Okay, also muss ich erstmal Strom sammeln. Also Eisenbarren tue ich jetzt gerade mal schnell. Okay, waren wir aber schon durch, ne? Kann man. Ich wollte schon sagen. Ein Kratzschaf bringt ja nichts. Das ist jetzt halt die Wartezeit, weil wir auf die Eisenbarren warten müssen. Die werden eine Zeit dauern. Ein ganz schöner sogar. Aber dabei haben wir unser Traumhaus dann gebaut. Dann haben wir Sommer und dann wechseln wir auf den Server. Wenn ich ihn dann mal finde, ja. Man kann nicht überall selber drin sein. Das ist ein bisschen öd. Ne? Eisenbahn. Ach ja, drei. Ist nie was Neues gespawnt. In 3 Jahre am Tag 36. Weil es wahrscheinlich immer was drin war. Ist das Stahl? Kriegen wir Stahl? Schon Eisen. Müde ist er. Der Burb. Bubu machen will er. Okay, Heizkörperkram unten. Ohne Ende. Ah, Motoren. Okay. Kann nichts. Gar nichts. Aber gar nichts. So ein bisschen Eisen besorgen. Wollen wir schnell einmal nach Hause flitzen? Wenn jetzt wieder Kühlschrankkram drin ist, dann sparen wir uns das hier. Eine Sicherheitsspeicherung.
damit ich Let's Plays nicht immer so nachholen muss. Also was soll das? Das ist immer, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass immer dieselbe Scheiße drin liegt. Batterien, das ist was Feines. Insofern uns das was bringt halt, ne? Die müssen ja erstmal geladen sein. Alter. Aber, wisst ihr was? Wir haben alles zu Hause liegen. Wollen wir jetzt ja nicht so ein Hackmack machen? Wollen wir die Scheibe mal einschießen? Oh, genau, die Scheibe geht nicht. Das war klar. Entschuldigung. Ich will euch nicht ins Ohr husten. Oben ist kalt. Überraschung. Es ist ja auch Winter. Und wer hat doof geparkt? Der Tim hat doof geparkt. So. Der 19 bis gespawnt. Oh, jetzt habe ich wieder so viele Lags, ey. Ob das jemals so viel Energie braucht, so ein Ding, ne? Was wolltest du noch haben? Ich muss jetzt ganz Kabel, Werkzeugkisten, Eisenbarren. Eisenbarren haben wir doch gefunden. Ein Eisenbarren und der Rest Kabel und Werkzeugkisten. Oh, es läuft wieder. Und Kohle nicht zu vergessen. Da können wir das direkt testen, ja? Voll lustig. Fahr ich auch nicht mit dem Auto hin, das ist diesmal albern. Und du? Der hat zu tun. Aber der wird ordentlich Eisenbarren produzieren, wenn der fertig ist. Boah, sehr Energie. Protein. Oh Gott, alles ist schlecht. Wo ist er? Ja, wie Proteine. Protein im Fleisch direkt ist ja da. Und glaube im gegarten Zustand hoffentlich mehr als 5. Aber unsere Energie geht hier auch zur Neige, weil ich glaube tatsächlich in der Nacht wird hier, in der Nacht sowieso, ist klar, aber es wird kein Strom produziert im Winter durch die Solaranlage, die echt gut ist auf dem Dach. Das verdoppelt mal die Proteinanzahl. Macht durstig, aber das ist nicht das Schlimmste. Oder das simpelste ist, was man machen kann. Ne? So, was habe ich in der Tasche? Stahlbarren und so ein Blödsinn. Wir wollten holen Kabel. Ich habe schon mal vergessen, was wir holen wollten. Kabel, elektrische Bauteile, ne? War das? Richtig? Was ist das denn für ein Zeichen da unten? Die sind schmutzig. Ja, machen wir uns auch. Schönes Düschlein. Es geht bestimmt auf die Motivation. Oh, wir sind schon fast eine Stunde dran, ne? Aber wir machen eigentlich nur Eisen. V.
frisch geduscht. Ihr habt überhaupt keinen Honig, ihr faulen Schweine. Ihr wachst schön, damit ich euch immer wieder und immer wieder neu töten kann. Oh, wir haben Buff, das ist gut. So. Auf dem Schild. Wo ist der zurück? Mein Sohn. Dauert ja nicht mehr lange die Folge. Na, was macht der Buff? Der bufft aber nicht wirklich gut. Wie kann man das ein, zwei Sachen vergessen? Also ernsthaft, ey. Werkzeugkästen und Eisen. Ein Eisenbarren. Jeden Scheiß mitgeschleppt, ne? Aber das nicht. Es hat wieder gespeichert, aber trotzdem ärgert es mich. Guck mal. Legen. Ah! Jetzt hat diesen Kaffee. Wie heißt der? So ein Auflösekaffee. Das ist nicht so schön. Oh, es leckt. Zwei Werkzeugkisten, ein Eisenbarren. Oh, eine Batterie dabei. Stahl. Kruppstahl. Steht in dem Spiel gespeichert. Sehr danke. Und du. Boah. Also es werden eine Menge Eisenbarren. Da kannst du ihn drauf lassen. Aber wir lassen den echt machen gleich. Batteriestrom. Kohle, Kohle. Sonst müsste ich nochmal zurückrennen für Kohle. Das wäre völliger Unsinn. Ich habe ein sehr dummes Vorhaben alleine schon und langweiliges Vorhaben. Ne, langweilig will ich es nicht nennen. Es ist halt wieder so eine kleine Mini-Basis, die man sich vorbaut, um zu testen. Da gibt es ja noch mehr der Flammenwerfer und die Sachen möchte ich ja gerne testen. Bevor wir auf dem Server wirklich abgehen, ne? Und deswegen bauen wir gerade ein Haus und gleichzeitig das hier. Mein Gott, was ich nicht alles gleichzeitig kann. Bin ja fast stolz auf mich. Was? Ich habe diesen Eisenbarren vergessen. Das ist unglaublich. Also, ich zerlege gleich meine Eisenaxt. Fertig. Wenn es eine Eisenaxt ist. Nein, es war eine Stahlaxt. Unglaublich, ne? Also so doof musst du erstmal sein. Ich hatte ja auch kein Eisen, ne? Deswegen. Ich bin jetzt in der Hoffnung, dass wir hier Eisen finden. Boah, die haben wir jetzt echt durchsucht. Also, wenn er jetzt sagt, ich kann die nochmal durchsuchen, dann. Das stocken wir wieder alle an. Oh. Was ist im Menü raus? Ja, ist doch gut. Blöder Köter, ey. Mann. Macht er mir so Aua? Geht eigentlich, ne? Ich krieg doch irgendeinen Eisenbarren jetzt. Was es hier gibt, ne? Ach komm! Es natzt mich doch nicht. Yeah.
irgendein Knüppel oder irgendein Kack. Bücher. Oh, ich flipp aus. Wo soll ich jetzt den Eisenbarren herkriegen auf der Schnelle? Hast du die Frage? Ich will das Ding in Betrieb nehmen. Jetzt! Oh, ich hatte doch irgendwo Eisenbarren gesehen. Und hier können wir noch ein bisschen Platz schaffen. Da gingen ja nie laden, so viele Batterien. Tiere. Tiere sind echt geil aus der Ferne. Energie ist auch schlecht, aber es wird helllichter Tag, ne? Also sind Morgenstunden. Nee, 2 Uhr nachts. Kommt mir nicht so vor. Ein Eisenbarren. Irgendwo war ein Eisenbarren drin. Ich glaube hier. Nein. Da bestimmt auch nicht. Da bestimmt sowieso nicht. So, da haben wir unser Eisenbarren und genug Treibstoff. Und da geht der im Bett. Da geht echt der Rude pennen gleich. Das Ding muss erstmal laden. Das muss erstmal ein bisschen Strom aufladen, bevor wir überhaupt wagen können, das Ding zu benutzen. Ja, vergessen wir, dass wir ein neues bauen. Ich weiß nicht, ob die das angreifen, das ist die Frage. Ich wollte ihn einfach fertig machen. Ich kann ihn nicht leiden. So. Jetzt versorgt er das Ding mit Strom. Diese billigen Autobatterien. Dauern wahrscheinlich 10.000 Jahre, bis sie laden. Das Ding hat keinen Anschalter. Das ist wahrscheinlich das Fatale, ne? Das Holz. Meine Axt verlegt, ey. Ich das Holz nicht. Bin ich alles verwendet. Da. Also gar nicht so einfach wie geplant, ne? Gut, wir sorgen erstmal dafür, dass die Batterien geladen werden. Dann sorgen wir hier für Lichtschalter. Der natürlich wieder Sachen kostet, die ich nicht dabei habe. Aber wie gesagt, die Batterien. Ja, laden 0,8 hat sie drauf jetzt. Und ich denke, wir können das auch schon einschalten. Aber aus sicherer Entfernung. Kostet nur 100 Watt. Dreht sich sehr langsam.
immer schön laden. Das lassen wir ein bisschen laden, dann haben wir morgen an der Stelle neue Zombies auf jeden Fall. Dann lassen wir die mal da in den Klingen laufen, ne? Oder wir bauen noch mehr, denn wir haben ja immer noch einen Flammenwerfer, eine Dornfalle. Wie witzige Sachen. Warum kostet die Motor? Warum? Na gut, ab nach Hause, heier machen. Für heute genug Action. Und Eisenproduktion ist im vollen Gange aus Erzen. Na, da geht man, was machen wir? So als Streamer und YouTuber geht man morgens im Bett. Da ist es immer so. Und lassen das hinten mal ein bisschen lodern und Energie produzieren. Und wenn wir zurückgehen, sind wir nur Zombies. Ach, ist das süß. Die Ferkelchen sind so süß. So, Tür zu und ich hoffe, bald wird Sommer eigentlich. Oder Frühling. Aber ein bisschen in der Nacht schlafen. Das gönnen wir uns jetzt einfach mal eiskalt. Gut, dann sage ich bis zur nächsten Folge.